Mir begegnete Friedrich Zerhardt zum ersten Mal Mitte der 60er Jahre. Nach der wilden Anfangsphase ist Zerhardt ein bisschen milder geworden. Dieses Werk von Zerhardt, dieses Doppelkonzert, entstammt einer späteren Periode von Zerhardt. Ich war schon als junger Student sehr begeistert von der Musik Friedrich Zerhardts. Und eine besondere Freude ist es mir natürlich, nach so vielen Jahren nun das Stück wieder zu spielen. Ich finde, das ist sehr besondere Musik, die muss man beim Spielen eine Präsenz verleihen und die musikalischen Ideen für die Zuhörer enthüllen zu können. Das Stück selbst ist natürlich immer wieder eine große Herausforderung. Es muss ein homogenes Gespräch sein. Es darf keine Unterbrechungen haben. Es muss wirklich wie von Hand zu Hand eine Melodie oder eine Idee oder eine Figur weitergegeben werden. Und voilà, hier ist das Stück.